Ist es jetzt wirklich soweit? Ist es denn schon Barozeit? Schön, 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 Leute! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und mit dabei ist der Monkey hier. Moin! Schau's nicht in die Kamera. Und wir spielen heute mal eine Runde Revo. Viel Spaß! So, Lukas, los geht's! Jay, abbauen! Den unteren Block und hoch! Der erste hat schon ein Schwert hinter uns. Also ganz, ganz schnell. Wir rennen jetzt gleich mal weiter weg als davor. So. Ja. Okay. Du bist 200. Wir können ewig weit wegrennen. Bist du hinter mir noch? Ja. Hier ist ein Schaf. Nochmal geben Schafe doch Fleisch, oder? Ja. Besser. Ja, gut, wir müssen aber weiter weg. Am besten, ich würde sagen, noch über den See. Und dann müsste es eigentlich reichen. Das müssen wir jetzt auch locker schaffen, oder? So. Ich würde jetzt sagen, jetzt noch einmal um eine Ecke, um die Ecke rum. Hier, Achtung, da ist Wasser. Nicht, dass du reinfällst. Oh. Ist reingefallen. Fast. So, ich stehe schnell ab. Dann bau ab. Zwei Stück und dann craftest du dir gleich sofort ein Holzschwert. So, craft. Ich bin so schlecht im Craft, ne? Ich auch. Ich habe ein Holzschwert. Ich auch. Bau noch ein bisschen Holz ab, dann holen wir uns gleich eine Spitzhacke. Ja, gut, wir müssen schnell sein. Es leben nur noch 12 Teams und 20 Spieler. So. Nur noch? Das ist voll viel. Ja, es geht voll klar. So, pass mal auf, hier hinten ist ein Schaf. Da holen wir uns gleich ein bisschen was zu essen, weil wir ein bisschen mies. So, ich habe Schaf ein bisschen. Ich habe ein bisschen Fleisch. Okay. Willst du schon mal... Sollen wir hier uns runterbauen irgendwo? Es wäre cool, wenn irgendwo eine Höhle wäre, wo wir gleich instant Eisen hätten. Wow. Wie die ausgelöscht werden einfach, eine nach dem anderen. Sollen wir uns ein bisschen runterbauen? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, ist, glaube ich, das Beste. Warte mal, hier ist eine Höhle, oder? Jawohl. Hier. Was ist das? Jawohl. Ist ein Kohleblock oder was? Ah, ne, ist ein Schattenfehler. Warte mal, ich war wahrscheinlich da raus. Oh. Du lachst mich. Ich kann nicht schlagen. Warte. Ach, du Skelett. Bam. Und da ist ein Zombie. Ein Zongi. Oh, Leute, hier ist Kohle. Oh Gott. Bau nicht so viel Kohle ab. Wir bräuchten eher. Da, ich hab's gefunden. Lukas, ich hab's gefunden. Eisen? Ja, ich hab Eisen. Hier ist ein Dings. Ohne Dings kann ich nichts machen. Was ohne? Ohne Stein. Ach, was? Hier, kannst du auch ein bisschen was abfahren? Hä? Das sind ja Holzspitzhacke. Ach so, Was ist das? Das ist dein Vater. Nur ist ein bisschen holzig und ein bisschen spitzig. Oh, lol. Hier irgendwo ist ein Skelett. Gehst du noch weiter runter? Lol. Ist hier noch... Ne, hier ist ja auch nichts mehr. Lukas, bist du denn zuversichtlich, dass wir das reißen hier? Nein. Baro. Das Coole ist ja... Es haben ja so viele auf Twitter und so geschrieben, ja, Tobi, bist du im Varo dabei? Und jetzt wollte ich halt einfach mal diese Frage beantworten, ne? Ob ich in Varo dabei bin oder nicht. Es gibt sogar extrem viele Gerüchte, dass ich angeblich bekomme, Team. Hashtag Tromme. Es gibt sogar schon Fanarts von. Blende ich einfach mal hier ein. So richtig nice einfach, wie die Leute überhaupt auf so eine Ideen kommen. Und nein, ich bin nicht in Varo dabei, dass ich die Frage jetzt mal beantworte. Oh, creepy. Und ich glaube, ich werde da auch nicht so schnell reinkommen. Naja, hilft ja nichts. Habe ich jetzt auch kein Problem, ehrlich gesagt. Damit, oh, das ist eine Spinne. Bist du? Ich bin ein bisschen weitergelaufen. Hier ist Eisen. Wo ist Eisen? Hier. Warte mal kurz. Ich habe mal Holzpickaxe, das ist das Problem. Ich komme hier vorbei. Achtung, where are you now, Atlantis? Under the sea? Ja, genau da. Under the sea, genau da. Eigentlich sind wir, glaube ich, sogar unter dem See, gell? Weißt du nicht? Willst du schon ein bisschen unser Eisen verkraften, so eine Rüstung und Schwertchen? Ja, gib mir das Eisen eben, dann tue ich das noch. Das ist doch schon... Ja gut, kannst du machen. Die Kohle auch direkt. Gönn dir. Kohle auch? Bitteschön. Jetzt habe ich es wieder eingesammelt. Wir sind die Spezialisten. Also, Lukas und ich würden auf jeden Fall in Varo auf Platz 1 kommen, mindestens. Mindestens. Ja, wenn nicht sogar Platz 0, ne? Soll ich erstmal ein Eisenschwert machen? Wäre optimal für uns beide, ja. Und dann das nächste ist bitte ein Brustimplantat. Ich hab noch ein bisschen Eisen. Okay, warte, bleib mal da stehen. Oh, danke schön. Oh, ich hab einen Creepy. Oh Gott! Wir sind alle voll Monster, das mach ich. Ich deichste da schon. Boah, hier geht's ganz nach unten, ne? Ja, warte. Lass mal erst noch hier eben das zu Ende machen. Ja, bleib du da oben. Oh, der Creepy! Noch eins, dann hab ich eine Brustpanzer. Ich bin ganz unten, ne? Ja, wenn du noch Eisen hast, gleich, ne? Die Borde ist direkt bei mir. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen, weil ich bin ganz unten, ne? Ich habe sogar Gold gefunden, what the fuck. Das Ding ist halt jetzt, wenn wir hier, wir müssen uns beeilen, weil der Borde schrumpft irgendwann, Lukas. Ja, ich weiß, dann müssen wir weg. Genau, dann müssen wir auf jeden Fall weg. Aber ich habe extrem viel Eisen.
Und ja, das versuche ich jetzt noch zu holen. Also ich bin ganz unten auf Ebene 12 bin ich sogar, also wo wirklich viele Dias sind normal. Aber ich sehe keinen einzigen Dia leider. Keinen einzigen. Hier oben ist auch noch Eisen, ne? Hm? Du kannst ja auch schnell eine Steinspitzhacke craften, ne? Dann kannst du ja auch ein bisschen was abfarmen. Das könnte ich tun. Das könntest du tun, ja? Wie viel Eisen haben wir jetzt insgesamt? Jetzt haben wir noch, warte. Jetzt haben wir noch eins. Und ich habe halt einen Trostpanzer für dich oder so. Da unten, ne, es sind auch keine Dias. Ich habe keine Dias. Bei mir sind keine einzigen Dias. Oh, ich bin so dumm. Was hast du gemacht? Oh. Ich dachte jetzt, du bist tot, Mann. Nein, ich habe aus dem ganzen Holz Sticks gemacht. Ja gut, wir brauchen eh nichts anderes, Lukas, also komm, head up, bitteschön. Oh, ich dachte schon, Junge, das ist doch wieder typisch. GG, Lukas, ich muss dich mal jetzt mal wieder finden, ne? Okay, ja gut, ich bin wieder auf dem Zurückweg. Warte mal, wie viel Eisen habe ich jetzt eigentlich? Ah, 10 Stück, oder easy peasy, wie viel haben wir noch in der Kiste? In der Kiste haben wir gar nichts, weil wir gar keine haben. Ich meine, ich sehe dein Name-Tag. Also ich habe noch einen so und 5 Eisen mache ich jetzt gerade nochmal. Nice Reis. Ja. Boah, fuck. Nicht sterben. Tschüss. Oh Gott, ich habe gerade meinen Tod ins Auge gesehen. So, ich brauche noch eins dann jetzt, dann habe ich einen Helm schon mal. Lukas, ich sehe da unten das Grauen. Oh nee. Warte mal kurz, Ich muss hier raus, Alter. Ich habe Schiss vor der Bordern, ne? Lukas, wenn jetzt das Zeug fertig ist, jetzt. Baust es ab und nimmst es mit. Ja, jetzt abbauen und mitnehmen. Oh Gott. Die Crafting, der wäre cool, wenn wir den noch hätten. Oh Gott. Schnell hoch. Ich weiß nicht, woher. Ich glaube, hier geht's hoch. Ich glaube, hier. Ja, ich glaube, ich sehe Tageslicht. Oh Gott. Wir rennen aber den Border eher näher, ja? Oh Gott, wir müssen jetzt schnell, sonst kommen wir nicht mehr raus hier. Shit. 20 Blöcke, 19. Oh, ich seh das Grauen. Ich sehe das Grauen da hinten. Okay. Ich hab's. Oh, da ist noch eins. Ich glaube, ich habe Bogen. Ja, ich hab Bogen. Geil, nice. Ja, woran das spawnen? Wir müssen, wenn dann am Spawn uns runterbauen. Ja, dann lass das machen, oder? Ja, man muss aber aufpassen, weil wir meistens Gegner sind. Wir können uns hier runterbauen, Lukas. Wollen wir das machen? Hier ist eine Höhle. Ja, geil! Jawohl! Wo? Geil, warte, wir müssen zubauen. Hast du Dreck? Hast du Dreck am Stecken? Ich hab gar nichts. Ich nehm den Dreck jetzt und setz den da hoch, weißt du, mein? Dass ja, keiner weiß, dass wir hier unten sind. Ich hab nicht mal Steine, ne? So. Sneaken, Lukas, sneaken. Warte, hier steht der Ofen. Nice Reis. Alter, ich glaube, die Runde könnten wir sogar gewinnen. Wir können uns, wenn wir wollen, noch ein bisschen runterbauen. Ja, das können wir machen. Hier bin ich, 52. Das ist fast ganz oben. Das ist nichts einfach, das ist nichts. Hinter dir ist Name! Frank. Du Arsch! Du bist so ein Arsch! Ich dachte jetzt für eine Sekunde, hä? Ich habe mich gerade jetzt umgeschaut, wo ist denn jetzt da ein Name? Alter! Für eine Sekunde ist mein Herz stehen geblieben. Junge, ich stell mir das gerade vor, wie du in die Kamera kommst. It's a prank, bro! Alter! Hast du noch eine Steinspitzhacke? Ja. Meine ist gerade abgeschürt. Warte mal, ich höre Lava. Es könnte sein, dass da Dias sind. Oder irgendeine Höhle. Kannst du mal so mitmachen? Wie? So einfach so Löcher bauen? Hab. Echt, du hast hab das? Hab die Höhle. Wo bist du? Geh mal einen Weg. Oh, nice. Ey, das ist ein Zombie-Villager. Wow! Was? Das ist ein Zombie von der Decke gefallen. Guck mir nach Dias, aber ich finde... Hey, das ist Name. Wo? Bist du das? Warte mal. Wie heiß ich? Ich weiß, was es so heißt. Spring mal. Bist du gesprungen? Ja, ich spring die ganze Zeit noch. Scheiße, das ist ein Gegner! Wo? Rechts von mir. Warte, da kommen Zombies. Scheiße, wo bist du? Wo bist du? Ich bin noch in der Höhle da. Alter, ich auch. Ah, das sind Zombies. Vier Zombies. Ja, wo bist du? Der baut sich zu mir! Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn hingerannt? Oh, sneak mal! Ich sneak nicht mehr! Ich seh dich nicht! Wo bist du denn? Scheiße! Ich will jemand abbauen! Ich bin's nicht! Ich glaube, ich bin bei dir! Lukas, ich bin hinter dir! Echt? Ja! Oh! Hab ich mich eingeschissen! Scheiße! Wollen wir hier zu, Mann? Aber hier hinten war auch einer! Warte, komm mit mir! Ich zeig dir, wo einer war! Wo ich einen Namen gesehen habe, so. Alter, das ist Nervengitze gerade. Die können jetzt von jeder Seite kommen. Sie können von oben kommen, sie können von da vorne kommen. Ich glaube aber, es war nur einer. Ja, ich habe Nee, es war einer vom Po auf. Ja, genau. Ich habe nur einen langen Namen gesehen. Ja, das war, glaube ich. Das war, glaube ich, der Zockergirl. Ja, glaube ich auch. Wollen wir mal da hinten weiter? Wir müssen. Lukas, mir wäre jetzt eigentlich am liebsten. Wenn wir uns jetzt gerade Stein nach oben bauen. Das wäre mir gerade wirklich am liebsten. Weißt du, was ich meine? Wollen wir nicht unseren Weg zurück?
Ja, du weißt ja nicht, ob da die Gegner sind. Ja, dann killen wir die. Wir haben noch Low-Ground-Vorteil. Du weißt doch nicht, von welcher Seite aus die kommen. Also, du bist runter? Ja, ja, hier ist der Weg. Direkt hier, ja. Okay, ich bin hier. Ganz langsam. Ja, ich sieg ja. Ja. Das ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob wir nach oben sollen oder nicht. Alter, hast du mich jetzt erschreckt, Junge? Was hast du jetzt gemacht? Lass mal hoch, oder? Ja, ich hab grad was gehört. Ich glaube, wir müssen hoch, Lukas, weil sonst kommen wir hier uns noch zu Tode. Okay, Lukas, probier. Wir probieren's jetzt. Wir risken das jetzt. Ready? Ja, ich bin ready. Doch. Siehst du wen? Nee. Sicher? Ja, der Border ist direkt hinter uns. Boah, Alter. Wir sneaken uns mal auf den Berg hoch. Der eine ist in der Mitte, der eine ist in der Mitte. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Lass ihn wirken, dass du alleine bist. Lass ihn wirken, dass du alleine bist. Dann geh, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Geh hoch. Jetzt. Yes. Komm schnell, Lukas. Feige, ich hab mein Schwert weggeworfen. Ja, dann hol ich dir schnell. Der ist auf jeden Fall low. Ihr willst dich hochstecken, ihr willst dich hochstecken. Hey, sind wir ein anderer? Ich bin hinter dir. Du hast dich raketet, Junge. Komm, den holen wir jetzt. Den holen wir uns. Den holen wir jetzt so safe. Der ist richtig low nochmal. Na, Lukas. Ja. Ja, ja, Alter, ja. Ich zitte gerade auf Extreme. Komm! Komm jetzt her! Ja, ich hab ihn! Nochmal gehittet. Warte, ich versuche dich zu boosten, aber ich komm nicht ran. Ja, das ist blöd. Versuch immer ein bisschen so in den inneren Kreis zu gehen. Er geht ins Wasser. Nein! Nein, 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 nein! Alter, was ist das für eine nice Technik? Scheiße. Lukas, du musst drauf, ich sterbe, Lukas, Luke. Komm von der anderen Seite. Nein! Bin draußen, scheiße. Lukas, hol ihn dir. Komm, das schaffst du. Lukas, nein! Nein, komm. Komm, schnell, nochmal. Komm, Lukas, ich zähl auf dich. Du schaffst es. Team Kia wird schaffen. Oh Gott, nein, Lukas, nein. Bitte. Nein, komm, nein. Wie viele Herzen hat der noch? Keine Ahnung, drei. Drei, oh, hat er bei mir. Oh, scheiße. Aber... Wenn das einfach so ein Feeling ist, wie bei Varo, Alter, ich will nicht wissen, wie Varo ist. Das ist dann circa 10-mal krass, Alter. Und ich stehe hier schon richtig durchgeschwitzt hier am Stuhl. Ich freue mich, stehe am Stuhl. Oh, Alter, war das gerade ein Feeling, Leute. Oh, Mann, ey. So, Leute, das war's mit der Folge, Remo. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Es war, wie gesagt, der pure Nervenkitzel auf jeden Fall. Und Afro, ich glaube nicht, dass das so gesund ist, wenn du deinen Kopf so nach oben hältst. Oder so. Auf jeden Fall hoffe ich, die kleine Folge hat euch gefallen. Danke an Afro, dass er mit dabei war. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ringgeschirr, ciao. Ciao.